Historischer Erfolg von Mike Rockenfeller. Dem Audi-Piloten gelingt bei der Russland-Premiere der DTM das perfekte Rennwochenende. Pole Position und Sieg auf dem Moskau Raceway. Sein zweiter Saisontriumph, der insgesamt dritte in seiner Karriere. Doch viel wichtiger, die Meisterschaftsführung deutlich ausgebaut. Es ist immer schön, jedes Rennen in der DTM, was man gewinnt, ist was Besonderes, weil davon gibt es leider nicht so viele, weil es einfach verdammt schwer ist. Wir haben natürlich harte Zeiten auch hinter uns, haben hart gearbeitet und man kann sehen, dass wir das Auto besser verstehen in diesem Jahr und ich hoffe, dass wir das natürlich weiterhin so verfolgen können. Auf Platz 2 Markenkollege Matthias Ekström, der zwischenzeitlich das Rennen anführt, sich jedoch nach dem zweiten Pflichtboxenstopp wieder hinter Rockenfeller einreihen muss. Das Podium komplettiert Augusto Farfus. Dem BMW-Piloten gelingt nach 4 Rennen Durststrecke mal wieder ein Top-Resultat. Der Brasilianer muss jedoch bis zum Schluss zittern, denn Adrien Tambay hätte den Südamerikaner fast noch überholt. Der Franzose ist aber auch so der Fahrer des Rennens. Von Platz 12 gestartet, bleibt er am längsten auf dem ersten Reifensatz und arbeitet sich auf Rang 4 nach vorne. Ich denke, ich habe das Podium verpasst, da einige Konkurrenten die blauen Flaggen missachtet haben. Aber es ist ein fantastisches Rennen gewesen und ein wunderbarer Zweikampf mit meinem Freund Augusto Farfus. Es war hart, aber ich bin die schnellste Rennrunde gefahren und habe die ersten Punkte in dieser Saison eingefahren. Großartig. Bester Mercedes-Benz-Fahrer ist Gary Paffett. Von Platz 7 ins Rennen gegangen wird der Brite am Ende Fünfter. Ein nächster Dämpfer für seine Meisterschaftsträume. Insgesamt kein erfolgreiches Wochenende für die Schwaben. Wir waren heute nicht in der Lage, um den Sieg zu kämpfen. Das haben wir schon gestern gemerkt, als wir nicht mit den schnellsten Jungs mithalten konnten. In einem normalen Rennen, das es diesmal war, gab es keine wirklichen Zwischenfälle. Wir mussten hart kämpfen, die BMWs waren heute schon ein wenig schneller als wir. Ich war am Ende froh, Jamie noch überholen zu können. Der fünfte Platz war aber das Maximum, was wir heute erreichen konnten. Noch schlimmer läuft es allerdings für Bruno Spengler. Der Hauptkonkurrent von Rockenfeller im Kampf um die Meisterschaft mit einem Rennen zum Vergessen. Mit Standardreifen gestartet, verliert der Kanadier gleich zu Beginn einige Positionen und wird dann auch noch von Miguel Molina unfreiwillig zum Tanz gebeten. Ich brauche eigentlich nichts beschreiben, der ist mir einfach ins Auto gefahren, volle Kanne, ohne zu bremsen. Und dadurch habe ich mich gedreht und ab da war mein Auto komplett krumm. Von daher war nichts mehr drin. Der aktuelle DTM-Champion wird nur 19. Die erste Nullnummer in dieser Saison. Das Endergebnis in der Übersicht. Jamie Green wird 6. somit 4 Audi unter den ersten 6. Dahinter das BMW-Duo Joey Hand und Dirk Werner auf den Plätzen 7 und 8. Timo Scheider wird 9. und Christian Vitoris komplettiert die Top 10. Ohne Punkte diesmal Robert Wickens auf der 12. Hinter Pascal Wehrlein. Es folgen Felipe Albuquerque und Roberto Meri. Auf den Plätzen 15, 16 und 17 das BMW-Trio Marco Wittmann, Timo Glock und Martin Tomczyk. Daniel Junkadea auf Position 18. Andy Priot wird 20. Ausgefallen sind Eduardo Mortara und Miguel Molina. Der Blick auf den Meisterschaftsstand verrät. Rockenfeller nun mit 27 Punkten Vorsprung auf Bruno Spengler recht komfortabel in Führung. Weitere 10 Punkte dahinter Gary Paffett auf Rang 3. Augusto Farfus nun 5. Doch den größten Sprung im Gesamtklassement macht Matthias Ekström. Durch seinen zweiten Platz springt der Schwede von 11 auf Position 7 im Tableau. Eine gelungene Premiere beim östlichsten DTM-Rennen des Jahres. Mit einem überglücklichen Mike Rockenfeller.